that radio command link actually. Actually, it's a link along that tether line you see there, 25 feet of umbilical cord. That contains the life support system and communications link from the spacecraft life support system out through that chest pack. Glück auf, ihr Lieben. Ja, willkommen zurück. Wir erforschen mal wieder weiter die Geheimnisse der flachen Erde und die Verbindung zum Mond in Verbindung mit den Büchern von Vibes of Cosmos, die ich hier ins Deutsche übersetze in den Videos. Heute geht es um seismische Aktivitäten. Ja, seid gespannt. Viel Spaß. Los geht's. Die seismische Aktivität und Erdbeben werden durch Dämpfe, sowohl trockene als auch feuchte, die in Richtung des Untergrunds gerichtet sind, verursacht. In porösen Untergründen, die Hohlräume aufweisen können, sammeln sich große Mengen trockener und feuchter Dämpfe an. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Dämpfe in eine Grube gelangen und die dortige, ungesättigte Gasmischung gesättigt wird. Infolgedessen kommt es zu einer Explosion und Entzündung, begleitet von monoatomaren Sauerstoff, ähnlich den Himmelsphänomenen in der Ionosphäre. Diese Explosionen verändern die Form der Grube im Untergrund, übertragen die Vibrationen auf den Boden und erzeugen somit das Erdbeben, das an der Oberfläche spürbar ist. Erdbeben werden hauptsächlich durch trockene Dämpfe verursacht, obwohl feuchte Dämpfe ebenfalls eine Rolle spielen können. Wenn nach einem Erdbeben Wasser austritt, wurde dies durch explodierte feuchte Dämpfe verursacht. Gesättigte trockene Dämpfe im Untergrund können mit Wärmeemissionen und vulkanischer Aktivität einhergehen. Diese Dämpfe, brennbare Gase unter Druck, werden entzündet, freigesetzt und erzeugen hohe Temperaturen. Dabei schmelzen sie andere Elemente des Untergrunds und des Bodens, wodurch dieses Material zu Lava wird und die Form des Untergrunds verändert wird. Dies führt dazu, dass der Boden an der Oberfläche zittert. Der Boden ist von Natur aus trocken, aber durch Regen viel Feuchtigkeit im Boden gespeichert. Die Sonneneinstrahlung führt dann zu Produktion von Gasen sowohl an der Oberfläche als auch im Boden. Diese Gase strömen periodisch nach außen aus dem Boden oder nach innen in Richtung Untergrund, abhängig von der Temperatur, der Strahlung von der Sonne und Mond sowie dem atmosphärischen Druck, der von der Ionosphäre in der unteren Schicht der Troposphäre definiert wird. Der Zufluss von Dämpfen von der Oberfläche und aus dem Boden in den Untergrund ist die Ursache für Erdbeben. Gesättigte, trockene Dämpfe können zu Zündung und Feuer führen, wobei das Feuer bei begleitendem Gas zu einer Flamme wird und sich schnell bewegt. Daher resultiert eine umfangreiche Explosion im Untergrund, die den Boden an der Oberfläche erschüttert und bewegt oder nachgibt. Als Ergebnis spüren wir das Erdbeben an der Erdoberfläche. Seismische Gebiete und günstige Bedingungen. Regionen mit Meeresströmung, porösen Böden und engen, höhlenartigen Untergrundstrukturen sowie unterirdischen Rinnen tragen zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für größere Erdbeben bei. Orte mit porösen Böden erleben vermehrt Erdbeben in Jahreszeiten mit wenig oder viel Regen, im Frühling und Herbst sowie im Sommer aufgrund von Hitze und Dürre. Winter sind hingegen ruhigere Perioden. Während intensiverer Regenphasen herrscht im Untergrund hoher Druck in einem begrenzten Raum, das viel Wasser nimmt, viel Platz ein und lässt wenig Raum für eintretende Luft, die schließlich gewaltsam aus dem Untergrund entweicht, entweder unter Entzündung, wenn es sich um trockene Dämpfe handelt, oder feucht, wenn es flüssig ist. Wenn warme Dämpfe in den Boden gelangen, führt der Ausstoß von Luft aufgrund der Feuchtigkeit zu Kondensation und Abkühlung. Abhängig von der Größe der Dampfwolke, ihrer qualitativen Zusammensetzung und der Reliefstruktur des Untergrunds haben wir starke oder mittlere Entzündungen dieser Wolke im Untergrund und daher starke oder milde Erdbeben. Die Arten von den Vibrationen. Je nach Ansammlung von Dämpfen im Untergrund
treten unterschiedliche Arten von Vibrationen während ihrer Verbrennung auf. Bei einem breiten gasförmigen Strom haben wir bei der Entzündung häufigere horizontale Vibrationen, während in Gebieten mit tiefer Lagerung die Dämpfe vertikale Vibrationen auftreten. In Gebieten, in denen der einströmende Wind Schwierigkeiten hat, mit dem Dampf vom Boden zu kommen und keinen Ausweg findet, sind die Vibrationen stärker ausgeprägt. Dauer der seismischen Aktivitäten. Ein Erdbeben entsteht nicht sofort, sondern das Phänomen zieht sich mit Nachbeben etwa 40 Tage bis zu 2 Jahren hin. Das liegt daran, dass die Quelle, die die Dämpfe, trocken oder feucht, geliefert hat und dem Wind den Anstoß gegeben hat, nicht sofort ihre gesamte Materie verbrauchen kann. Bis alle Reste dieser Materie aufgebraucht sind, klingen die Vibrationen allmählich ab. Die Lokalität der Erdbeben hängt von dem verfügbaren Raum im Untergrund ab, damit das brennende Gas entweichen kann. Ja, fassen wir zusammen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Ursache für Erdbeben, Kometen, Meteoriten und andere himmlische Phänomene in den verschiedenen Wechselwirkungen zwischen trockenen und feuchten Dämpfen, den atmosphärischen Druck, der Temperatur, der Windrichtung, der Geländeform und dem elektromagnetischen Feld liegt. Trockene Dämpfe können aufsteigen und in der Ionosphäre entzünden, während sie bei niedrigem Druck, unterstützt durch den Wind, nach oben gelangen. Bei hohem atmosphärischen Druck und wenn der Wind nicht unterstützt, drücken sie durch porösen Boden nach unten und können im Untergrund kondensieren und sich entzünden, was dann die Erdbeben verursacht. All diese Phänomene, einschließlich Kometen, Sternschnuppen, Meteoriten, seismische Aktivität und mehr, werden als meteorologische Phänomene betrachtet. Ihre Entstehung hängt von verschiedenen Umweltbedingungen ab, die durch den atmosphärischen Druck, die Temperatur, die Winde, die Zusammensetzung der Dämpfe und die Morphologie des Geländes beeinflusst werden. Die Vorhersage dieser Phänomene wird durch moderne Mittel zur Datensammlung ermöglicht, insbesondere durch die Erforschung der Geologie und des Mondes in Verbindung immer. Was weitere Einblicke in die Böden und die qualitative Zusammensetzung des Untergrunds liefert. Das elektromagnetische Feld, das von der Ionosphäre auf die unteren Atmosphärenschichten wirkt, spielt dabei eine entscheidende Rolle und ist eng mit der natürlichen Atmung der Erde in Bezug auf Gase verbunden. Diese Phänomene sind somit unausweichliche Ergebnisse dieses komplexen Zusammenspiels von Naturkräften. Ja, also egal ob Phänomene oben am Himmel, von Kometen, Meteoriten und andere himmlische Phänomene oder Erdbeben, Vulkanausbrüche, die haben alle dieselbe Ursache und die Ursache liegt im atmosphärischen Druck, im elektromagnetischen Feld und damit dem Atem der Erde. Ja, ihr Lieben, interessantes Thema. Wir werden dann Teil 42 von Schwingung auf Kosmos mit der nächsten Episode abschließen. Da geht es nochmal um die Vulkane und dann auch die Verbindung der seismischen Aktivitäten zum Mond. Ja, dann ist der Teil abgeschlossen und dann schauen wir uns wieder ein paar sehr schöne Karten an von Vibes of Kosmos. Und dann sind wir fast schon am Ende von Buch 5, aber ein paar Folgen werden es noch auf jeden Fall. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, lasst mal einen Daumen nach oben da, schaut mal in die Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald.